Wir sind eben nicht Sprecher, wir sind eben nicht nur Nachrichtenübermittler, sondern Journalisten im Studio, die bis an den Rand des Kommentierens hin auch einordnen und der Sendung einen persönlichen Schlag geben. Meinungsfreude, das lieben die Zuschauer an Marietta Slomka. Mit ihrem frischen Moderationsstil läutet sie 2001 im ZDF eine neue Nachrichtenära ein. Und noch etwas anderes ändert sich 2001. Seit dem Anschlag auf das World Trade Center haben Eilmeldungen für Marietta Slomka etwas Bedrohliches. In immer kürzeren Abständen gehören Breaking News über Kriege und Terror zu ihrem Nachrichtenalltag. Saddam Hussein was found. Doch Gewalt und Tod haben nicht nur die Nachrichten verändert, sondern unser ganzes Leben. Dieser internationale Terrorismus in der Form, der hat unser Alertsein, unser Wachsamsein, unser immer mit dem Schlimmsten rechnen verändert. Nicht mit dem Schlimmsten, aber mit ein paar ironischen Seitenhieben, wie das nervt oder dumm gelaufen, muss man bei ihr rechnen. Locker ist sie auch in der Redaktionskonferenz. Doch in der Sendung fällt sie durch klare und verständliche Fragen auf. Für manche Interviewten zu klar und zu verständlich. Und auch in Interviews versuchen wir natürlich, Floskeln dann auch anzupieksen und zu sagen, nachzufragen, nachzuhaken und da die heiße Luft, die zum Teil auch dahinter steht, dann da rauszulassen. Ja. Die politischen Maßnahmen, die wir präferiert haben, die Sanktionspolitik, die würde ich nicht unterschätzen. Stehen die Rebellen jetzt in der Residenz von Gaddafi, weil Deutschland ein paar Wirtschaftssanktionen verhängt hat? Nein, natürlich nicht. Vielleicht ist es Ihnen ja auch ganz recht, wenn die EZB das übernimmt und die Regierungen nicht dafür sorgen müssen, dass die verschuldeten Staaten immer mehr ins Trudeln kommen. Denn dann müsste man ja auch die Parlamente von immer neuen Rettungsschirmen überzeugen. Es ist eigentlich ganz angenehm, wenn das Herr Draghi quasi durch die Hintertür tut. Aber Frau Slomka, jetzt unterstellen Sie mir, dass ich das Gegenteil meine, was ich gesagt habe. Das finde ich jetzt nicht nett von Ihnen. Doch, wenn Sie Ihre Partei stimmt nicht, was Sie sagen. Doch. Es ist nicht das erste Mal, dass Sie in Interviews mit Sozialdemokraten nichts anderes versuchen, als uns das Wort im Mund umzudrehen. Gucken Sie ins Parteigesetz. Also dieser doch letztendlich auch sportliche Crash da zwischen mir und Herrn Gabriel wäre den Briten kein Aufreger wert. Da gibt es dann doch in Deutschland auch noch mal eine andere Form von Obrigkeitshörigkeit, glaube ich. Auch unter Journalisten. Die Journalistin Marietta Slomka ist nicht obrigkeitshörig, im Gegenteil. Sie bringt Politiker in Erklärungsnot, wie im Fall Stuttgart 21. Braucht man Wasserwerfer, Tränengas und Schlagstöcke, um mit einer angemeldeten Schülerdemonstration fertig zu werden? Auf den Wahlplakaten waren Sie mit Stoffkrokodil zu sehen. Sie haben über 2000 kleine Teddybären, die als Wovi-Bärchen bezeichnet werden, verteilt. Wenn man in einer politischen Position der Wovi-Bär geworden ist, ist es dann nicht höchste Zeit, was anderes zu machen? Nö. Die aktuelle Situation mit der wachsenden Zahl der Flüchtlinge sei, Zitat, extrem nicht zufriedenstellend, sagte Angela Merkel am Wochenende im ZDF. Extrem nicht zufriedenstellend ist natürlich ein typischer Merkel-Mildsprech. Ich glaube, wenn man ehrlich zu sich ist oder wenn auch Politiker ehrlich zu sich sind, dann heißt eine nicht klare Sprache, dass man auch keinen klaren Gedanken hat. Dass man entweder etwas nicht durchdrungen hat oder es verschönen will, verschleiern will. Insofern ist es doch sehr naheliegend, sich immer wieder zu fragen, ist das jetzt wirklich auf den Punkt und habe ich jetzt wirklich verstanden, worum es im Kern geht? Doch sie sucht keine einfachen Antworten. Gerade in ihren Auslandsreportagen zeigt sie die Welt in ihrer Vielschichtigkeit. Wie hier die Kinder in La Paz, die für ihre Rechte auf Kinderarbeit kämpfen. Sie geht zu einem Treffen der Kindergewerkschaft NATS. Alle Kinder hier im Raum arbeiten und sind Mitglieder einer Gewerkschaft, in der sich Kinder unter 18 selbst organisieren. Claudia Diaz. Ich heiße Claudia Diaz. Ich bin eine Mini-Nuts. Ich will, dass das legal ist. Ich will nicht diskriminiert werden, weil ich arbeite. Wir Kinderarbeiter würden uns schon wünschen, dass die Kinderarbeit abnimmt. Aber das muss sich entwickeln und nicht durch ein Verbot erzwungen werden. Und mit diesen Klischees, die wir aus bestimmten Ländern, gerade Drittweltländern sogenannten, transportiert bekommen, die zu brechen, das ist das, was mich besonders daran reizt. Sie reizt auch, das Heute-Journal in präziser Sprache zu präsentieren. Früher musste jeder Satz ein Knaller sein, heute geht es ihr um Inhalte. Ich lege heute eigentlich mehr Wert auf authentischere Sprache noch und noch entschleifter, noch prägnanter. Und suche die Ideen dann eher im Inhaltlichen. Marietta Slomka sieht ihre Aufgabe darin, Bilderfluten und Nachrichten-Tsunamis zu filtern und einzuordnen.
Sie begreift sich als Vermittlerin in einem politischen Diskurs und baut dabei auf ihre Stärke, komplexe Inhalte klar und verständlich darzustellen. Guten Abend. Ich glaube auch nicht, dass wirklich jeder einzelne Bundesbürger von morgens bis abends YouTube und andere Informationsquellen abfragt, weil die auch noch etwas anderes zu tun haben. Also manchmal kann es auch ganz angenehm sein, all das dann vorsortiert, kompakt, eingeordnet, beschriftet, betitelt und unterhaltsam serviert zu bekommen.